Da gibt es ja verschiedene Grade an Mitbestimmung. Ich meine, das ist auch, ich glaube, zwischen dem, was du vorgestellt hast, zwischen Dr. Brucho und Bremen Kohler, ist, glaube ich, ist auch ein Unterschied. Ja. Also es gibt ja, wie ich sie eh schon eingangs gesagt habe, kollektiv und selbstbestimmt, das hat ja von bis. Wie siehst du das aus gewerkschaftlicher Sicht oder auf welchen Ebenen seid ihr da als Auge auch unterwegs? Wo soll es da hingehen? Also als Auge ist unser Ziel noch immer die Überwindung des Kapitalismus. Was ja historisch, zumindest in Österreich, auch mal das Ziel der Gewerkschaften generell war und dann hat sich halt ein bisschen weiterentwickelt, sagen wir so, weiterentwickelt. Und historisch war es auch so, dass ein Punkt bei den Gewerkschaften die Humanisierung der Arbeitswelt war, also dass sozusagen das Arbeitsleid, solange man noch im Kapitalismus arbeitet, möglichst gering zu halten. Und bei Humanisierung der Arbeitswelt ging es eben auch um Ausweitung der Mitwirkungsrechte, Mitbestimmungsrechte der Beschäftigten. Bloß das ist von den Gewerkschaften weitgehend dann aufgrund wichtigerer Dinge hintangestellt worden. Also in den 80er Jahren war das, 1980er Jahre, war es schon ein großes Thema in Österreich. Ich glaube, in Deutschland war es auch Humanisierung der Arbeitswelt sehr Thema. Und in Österreich war auch der Dallinger dann Sozialminister, der hat das auch noch ein bisschen vorangetrieben. Und seither ist es aber dann eingeschlafen. Bei uns als AUGE-UG, früher hießen wir ja gewerkschaftliche Einheit, bei uns war es immer Thema und ist nach wie vor Thema. Und wir versuchen das auch über die Jahre hinweg in die Gewerkschaften einzubringen, aber eben auch in die Köpfe der Menschen hineinzubringen, dass das immer schwieriger wird. Also ich gefühlsmäßig finde ich, wird es immer schwieriger, zeigt auch, wie viele Leute dann jeweils sich an Veranstaltungen beteiligen, die das zum Thema haben. Also mir kommt vor, wir haben ja doch einige, also viele Betriebsräte, Betriebsrätinnen und Personalvertreter und Personalvertreterinnen organisiert in unseren Reihen, aber es ist in der heutigen Arbeitswelt schon so denkunmöglich geworden, die Arbeitswelt zu demokratisieren, also wirklich tatsächlich in mehr oder weniger konventionellen Betrieben mehr Mitbestimmungsrechte, nämlich für die einzelnen Beschäftigten, durchzusetzen, dass man das Gefühl hat, es fällt sofort die Rolle runter, wenn du irgendwie versuchst, das anzudiskutieren. Wir haben es bei uns eben immer wieder als zentrales Thema auch, also wir kandidieren ja auch zu den Arbeiterkammerwahlen und da ist es immer eines unserer Themen, aber auch das Thema, das am allerschwersten zu kommunizieren ist, weil kaum jemand daran glaubt, dass das möglich ist. Deswegen bin ich eben auch so froh, wenn es dann möglichst extreme Beispiele gibt, also, wo die dann beweisen, es ist doch möglich. Ja? Und für uns hat das auch die Komponente, dass wir meinen, dass diese immer stärker autoritär werdende Gesellschaft oder Politik in der Gesellschaft, dass das auch was damit zu tun hat, dass die Hälfte des wachen Lebens verbringt man halt im Betrieb, meistens. Und da ist jede Demokratie ausgeschaltet. Also das, alles das, was wir uns in dieser bürgerlichen Gesellschaft erkämpft haben, dass wir eine freie Meinungsäußerung haben, dass wir wählen können, dass wir demonstrieren können, dass wir eben uns gegen irgendwas auflehnen können, dass wir sagen können, wenn uns was nicht passt, das alles musst du abgeben, sobald du in den Betrieb verschwindest. Und das erleben ja die Leute tagtäglich und das ist eine entdemokratisierende Struktur, dass es dann nicht weiter verwunderlich ist, wenn die Leute außerhalb des Betriebes dann auch so leben.